Hallo zusammen, ich war gerade einkaufen und die Gurken waren so günstig, da habe ich mir gleich zwei mitgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, heute ist mal Zeit für einen Gurkensalat. Habe ich lange nicht mehr gegessen. Wollt ihr wissen, wie ich meinen mache? Ja, schnell und einfach und lecker wie immer. Komm mit. Das sind meine Zutaten für meinen Gurkensalat. Ich habe Pfeffer, ich habe Kräutersalz, ich habe eine Chilisauce, ich habe Senf, Öl und Essig, ein bisschen Süßstoff, weil Zucker löst sich nicht so gut auf. Und dann eine Zwiebel und noch ein paar Kräuter aus dem Garten. Und los geht's. Ja, und natürlich die Gurke, die habe ich vergessen dahinzulegen. Wir fangen an mit dem Öl. Vier Esslöffel Öl. Ein Esslöffel Essig. Ein Esslöffel Chilisauce. Senf, damit man nicht aufstoßen muss beim Gurkensalat. Jetzt mache ich schon mal Kräutersalz rein und Pfeffer. Und ein Spritzer Süßstoff. Man kann auch Zucker nehmen, aber er löst sich halt nicht auf, weil es ja nicht erwärmt wird. Und das Ganze rühren wir dann schon einmal um. Die Soße stellen wir gerade an die Seite. Jetzt schälen wir die Gurke. Ihr könnt natürlich auch das Grün drin lassen, aber im Moment mag ich das nicht. Es sei denn, sie ist aus meinem Garten eine Gurke, dann lasse ich es dran. Dann weiß ich, wo sie herkommt. Ansonsten auch gründlich abwaschen. Schüssel wieder zurück und einmal hobeln. Jetzt fehlt noch die Zwiebel. Die Zwiebel einmal schälen und in feine Würfel schneiden. Ich glaube, ich nehme heute mal eine halbe Zwiebel. Auch zum Gurkensalat. Und als letztes fehlen die Kräuter. Ich habe den Schnittlauch aus dem Garten halt geholt und ich schneide ihn mal ganz gerne mit einer Schere. Das geht viel schneller. Und auch die Petersilie, wer die mag, auch ein bisschen klein dröseln und auch ganz fein schneiden. Jetzt noch umrühren und ein bisschen ziehen lassen. Und schon könnt ihr euren Gurkensalat genießen. Wenn es euch gefallen hat, das schnelle Rezept, dann gebt mir einen Daumen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach. Bis zum nächsten Mal, eure Claudia.